Welches Moment erzeugen die Kräfte F1, F2 und F3 bezüglich Punkt P? Also wir sehen hier einen gekränkten Träger mit seiner Symmetrieachse, an der drei Kräfte angreifen. Und im Prinzip können wir das rechnen wie diese Linienmodelle in den vorherigen Aufgaben. Und wenn wir einmal aufschreiben, wie sich das Moment in Punkt P zusammensetzt, dann müssen wir einmal festlegen, was die positive Momentenrichtung ist. Die nehme ich immer linksdrehend. Schreibe ich einmal hin, linksdrehend positiv. Und dann ist die Summe der Momente um Punkt P gleich. Und ich fasse das einmal zusammen als M1, M2 und M3, ganz einfach, damit wir nicht durcheinander kommen. M1 plus M2 plus M3. So, M1 erschließt sich eigentlich sofort. Das ist M1 ist gleich F1 mal A, weil der Hebelarm ist direkt angegeben. Und M2 ist etwas komplizierter. Bei M2 haben wir in der horizontalen die Länge B angegeben, aber es kommt dazu noch der Winkel A und nicht der Winkel A, sondern der Winkel Alpha und der Winkel Beta. Und jetzt geben wir dann den Längen in den Dreiecken erstmal Namen, damit wir sie berechnen können auch. Also wir sagen, das ist hier leider von der Symmetrielinie ein bisschen ungünstig eingezeichnet, das soll natürlich genau auf Punkt P laufen. Diese Länge hier. Und die nennen wir D. Moment, das soll man natürlich auch lesen können. D. Und dann gibt es natürlich die Lotrechte auf der Kraft. Die liegt hier. Und die nennen wir E. Und wenn wir uns jetzt die Winkel einmal anschauen, dann können wir aufschreiben, Moment, D mal Cosinus Alpha ist gleich B. So, das heißt also B, Moment, nein, nicht B, sondern D ist gleich B durch Cosinus Alpha. So, jetzt wollen wir aber zu E. Das heißt also, es fehlt noch was. Und da können wir nun sagen, D mal Sinus Beta ist gleich E. So, das heißt also, wenn wir jetzt für D B durch Cosinus Alpha einsetzen, dann kommen wir auf E ist gleich B durch Cosinus Alpha mal Sinus Beta. So, das bedeutet, M2 ist gleich, so jetzt haben wir gesagt, linksdrehend ist positiv, das dreht rechts um. Also minus F2 mal B durch Cosinus Alpha mal Sinus Beta. Jetzt fehlt uns noch das dritte Moment. Wir haben hier im Prinzip die Verlängerung jetzt von D bis zum Punkt F3, bis zum Angriffspunkt von F3 ist wieder eine Seite eines Dreiecks. Und das zeichnen wir auch einmal ein, geben ihm einen Namen. Mal gucken, dass uns nicht die Farben ausgehen inzwischen. Einmal so. Das ist dann die Seite F. So, und wir können notieren, F mal
Cosinus Alpha ist gleich B plus C. Das heißt, F ist gleich B plus C durch Cosinus Alpha und damit ist dann M3 linksdrehend positiv F3 mal B plus C durch Cosinus Alpha. Das können wir jetzt einmal als Summe nochmal hinschreiben, also Summe der Momente um Punkt P ist gleich F1 mal A minus F2 mal B durch Cosinus Alpha mal Sinus Beta plus F3 mal B plus C durch Cosinus Alpha. So, noch einmal für die Übersicht und damit ist die Aufgabe gelöst.